Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Toy Guide. Wir wollen uns wieder ein Toy aus einer Kiste angucken. Diesmal müssen wir ein bisschen mehr dafür machen und wie es geht, will ich euch einmal zeigen. Wir sind einmal hier in Revendrest und zwar auf den Koordinaten 46, 55. Und hier müsst ihr quasi so ranlaufen. Und dann habt ihr hier einen Turm und in den Turm können wir reingehen. Also ihr seht, wir sind hier rangelaufen, hier durch dieses Tor durch und dementsprechend hier in den Turm rein. Sobald wir in den Turm reinlaufen, müssen wir uns links halten und hier links können wir ein Gefäß anklicken. Und sobald wir das machen, haben wir einen extra Button, den wir drücken können. Normalerweise sind hier ein paar Mobs drin, die habe ich aber schon weggemacht, dass wir das Ganze ein bisschen effizienter machen können. Was müssen wir jetzt machen? Wir suchen uns Mobs, die sind mit uns verbündet, die heißen Stille Beobachter und die müssen wir absaugen. Und zwar gibt es hier insgesamt 5 Stück. Und ihr seht, wir tun immer ein Fünftel von den Balken hier füllen. Also das erste war hinter dem Gitter, hier links. Das zweite Viech haben wir hier rechts. Ich habe die auch schon gemarkt, dass ich die schön wiederfinde. Hier rechts neben der Treppe. Dann laufen wir einmal hoch und hier oben an der Treppe befindet sich dann der dritte. Dann haben wir hier auf der anderen Seite den vierten. Und hier hinten, den habe ich auch schon gemerkt, ist der letzte, Nummer 5. Und den können wir durch quasi durch den Balkon hier einmal mit absaugen. Zack, jetzt sind wir voll aufgefüllt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Das ist da, wo wir das Gefäß aufgesammelt haben. Können hier hin, können einmal Tür öffnen machen. Das saugt jetzt quasi die Anima wieder raus. Und dann müsste die Tür gleich aufgehen. Und dann müssten wir einmal das Toy looten können. Hier haben wir sogar noch ein paar Story-Dialoge, die könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr das wollt. Ich interessiere mich tatsächlich jetzt hier nur für das Item. Hier gehen wir rein, da ist eine Kiste. Die können wir aufmachen. Und tada, hier ist dann einmal. Warte mal, habe ich die jetzt für den auch aufgemacht? Ah ja, okay, der musste nicht arbeiten. Anscheinend kann man die auch aufmachen und dementsprechend kann da jemand anderer auch mit durch. Gut, wir haben jetzt ein Item, das nennt sich Steinwerkwache. Die lernen wir mal. Und dann würde ich sagen, achso, komme ich wieder. Ah, hier gibt es einen Hebel. Und dann gucken wir mal an, was die macht. Platziert die Wache auf dem Boden, um unerwünschte Wesen davon abzuhalten, das Gebiet zu betreten. Okay. Unerwünschte Wesen wollen wir nicht, dass das Gebiet betreten. Weiß jetzt nicht, ob das wirklich funktioniert, wenn man jetzt irgendwelche Mobs. Warte, möchte ich den jetzt pull? Kann der da trotzdem ran? Also ich glaube, das ist halt nur, also, ne, das hält natürlich Mobs nicht ab. Ich habe es mir schon fast gedacht. Das Einzige, was es halt macht, das spammt den Text, den Chat voll. Bleibt zurück, ihr dürft hier nicht sein. Okay, ja gut. Es ist ein nettes Fun-Item. Das sieht ganz nett aus, diese Säule, ne? Macht ein bisschen, spammt ein bisschen hier im Chat voll. Aber mehr ist es auch tatsächlich nicht. Aber wieder als Sammler ein Toy mehr an der Liste. Und ja, damit wären wir am Ende von dem kleinen Video. Ich zeige euch nochmal, wo wir genau sind. Also hier in dem Turm, die Koordinaten sind 46, 55 für den Eingang. Und ja, damit sind wir wieder zu Ende mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Ganze geholfen hat, könnt ihr mich gerne positiv bewerten. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.